Kannst du mir die Bendinelli-Trompete von Anton Schnitzer? Nein, Entschuldigung, Sean, du hast deine Klippe an da. Ich mag dasselbe. Danke dir. Das ist ein interessanter Trompeter. Wow, was ist denn das? Ich kriege Hunger, sieht aus wie ein Brezel. Ja? Das ist das Instrument von der oberste Hoftrompeter, Cesare Bendinelli, in der Hof in Wien, für Kaiser. Und dann später, bis 1680, Maximilian I. in München. Und das Instrument hat er auch so bestellt von einem gewissen Herr Anton Schnitzer, ein fantastischer Instrumentmacher in Nürnberg, wo diese meisten Instrumente gebaut worden sind. Und ich denke, der Grund, dass er das in dieser Form gemacht hat, weil er wusste schon, dass er nicht nur durch Treiben, aber vielleicht durch das Verkürzen von der Luftsäule innerhalb der Trompete mit Handreflexion spielen könnte. Oh, Entschuldigung, Dämpfer. Dazu komme ich nachher. Ja, danke. Nur Bendinelli hat nicht der hohe C gespielt. Nirgendwo hat er das gespielt. Das hat sich entwickelt mit der Zeit. Das Instrument und die Handreflexion, ich denke, als ich zuerst das mit Gottfried Reicke, sein Instrument, danke, gesehen habe, habe ich gedacht, es muss sein, dass er das auch so benutzt hat. Und ich dachte, dass der Reicke das erfunden hatten müssen. Aber vergessen Sie nicht, vor ihm kam Petzelius. Wie heißt er mit Vornamen? Johann Petzl. Petzl. Petzl ist von hier aus nach Bautzen gegangen. Ja, ja. Bautzen gegangen. Und zwar 1681. Doch. Und kurz danach ist 1688 mit 22 ist Gottfried Reicher oder 21 ist Gottfried Reicher nach Leipzig gekommen. Das heißt, sein Kunst war noch da. Und der Gensmer war auch da als Trompeter und hat Unterricht bei ihm genommen. So, was hat er gelernt? Schauen Sie das an. Ton kann man perfekt intonieren, braucht man keine Züge, keine Löcher, kein Klappen. Ich habe einen Klappertrompeter auch da, wenn Sie das hören wollen, aber es klingt ein bisschen. Aber das homogen. Und das Interessante ist, weil es hinten rausgeht in ein heiliger Raum, man hört nicht einmal den Unterschied zwischen einem Reflektiv und einem offenen Ton oder ein reflexionsgedämpfter oder offener Ton. Das, wenn die Trompeten immer die Hand von der Dirigent in der Schallbecke haben und die sagen, viel zu laut, wir müssen die Blockflöte hören. Die Trompeten müssen wie Trompeten klingen. Interessanterweise, ich habe vorher gesagt, dass es gab einen Streit zwischen Peter Dahm und Ludwig Güttler, weil Peter Dahm meinte, das ist ein Horn. Und Ludwig Güttler hat gemeint, nein, das ist ein Trompeter. Es hat meistens zu tun mit Mucken. Wer kriegt am meisten Geld für das und dieses? So. Und das ist das Traurige daran. Ich kriege kein Geld fürs heute, deshalb lüfte ich das Geheimnis. Okay? Und dann dazu habe ich gedacht, ich kenne ein Instrument,
in der Grazi, Grazi Museum, Grazi, Grazi, Grazi. Sie haben ein Grazi Museum hier, ein Geschenkmuseum. Der Herr Säumel ist da. Er ist Restaurator, Herr Säumel, bitte. Herr Säumel von der Grazi Museum. Also Herr Säumel war so lieb, dass er das Instrument aus der Vitrine gebracht hat. Ich weiß nicht, ob er das gefragt hat, ob er das dürfte oder nicht. Ah, doch? Gut, gut. Also, meistens mache ich das so. Wenn man fragt und man Nein hört, dann ist es, man denkt vielleicht besser, nächstes Mal nichts zu fragen, oder? Aber so klingt das Instrument. Das ist eine Kopie von einem Instrument von der... Herr Säumel, komm doch vor, bitte. Herr Säumel, erzählt ein bisschen von das Instrument. Herr Säumel, nehmen Sie das in der Hand. Ja. Laut sprechen. Das ist ein Instrument, welches nach dem Bild, das wir hier vorne sehen, von einem Herrn Vogt in Markneukirchen, einem Metallblasinstrument war, 1957 nachgestaltet wurde. Genau. Ja, aber mehr ist das, Sie wissen aber mehr davon, oder? Nö. Also gut, dann ich erzähle Ihnen das. Vielen Dank. Also, das Instrument ist ein Nachbau vom 1697. Richtig? Ja. Genau. Und das Mundrohr ist sehr klein im Vergleich zu viel. Es ist viel mehr konisch als vorher. Also da passt, was man nennt, normalerweise so ein Kornettmundstück drin. Ich spiele zuerst mit das Original und Handreflexion. Das in eine Vitrine. Das muss gespielt werden. Oder? Eben. Sogar, ich glaube, und dann habe ich gedacht, ich nehme das in dieser Art und Weise und nehme das mit einem konischen Mundrohr, aber mit einem hornartigen Mundstück und ein etwas ausladender Schallbecke. So klingt ein. Im Bau ist noch ein extra Instrument von mir mit noch einem größeren Schallbecher, sodass man richtig Horn spielen kann damit. Sag mal, Rudi, hast du Neruda da? Neruda hast du nicht, okay. Nepomuk Neruda war ein Hornist und Komponist, eine böhmische. Mährische, so wie Jevanowski, und hat ein Stück geschrieben, die oft gespielt wird von Trompetern. Zu spielen, weil es so weich ist, so weiblich, so viel, nur Kurven, ja, nur konisch, ja. Das ist aber keine Trompe de Caccia. Es ist auch keine Corno de Caccia. Es ist ein First Plus Horn, aber mit ein bisschen ausladender Schallbecke. Wenn ich aber das Instrument auf ein Naturinstrument, dann hat man ein Corno de Caccia. Erst dann. Aber das sind das meine Instrumentenbaumeister, ist in Rente gegangen. Und er sagt, Richie, spiel erstmal das andere Horn, bis du das kannst. Und dann fangen wir mit dem großen Schallbecker an. Der Herr Poggensee, feiner Kerl, großer Respekt für ihn. Also, das ist keine Trompe de Caccia
Oh, es gibt eins, das gebaut worden ist von der Herr Sühre, auch hier in Leipzig. Sehr schön, vielleicht kennen Sie das. Ich denke, der Herr Ludwig Güttler hat das öfters gespielt in der Öffentlichkeit. Aber nach meinem Geschmack, ich glaube, meine ist ein bisschen wärmer. Aber Geschmackssache. Piccolo-Trompete, Trompete Caccia, First-Plus-Horn, Baby-Horn, Sopranino-Horn. Und wichtig ist, dass derjenige am Ende Geschichte erzählt, berührt ihre Seele mit seiner seelischen Tiefe und Kenntnisse. Jemand hat mir mal gefragt, was ist für dich Musik zu machen? Ich habe gesagt, ich nehme die Trompete zu meinen Lippen und schaue durch die Spiegel mein Bewusstsein hinein in meine Seele. Begreife ich, wer ich bin und was ich fühle. Und ich stelle diese Gefühle vor, beziehungsweise bringe es zu Schwingen. Durch eine Hupe. Hat jemand eine Frage?